Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Judika heißt dieser Sonntag. Übersetzt: Schaffe du mir Recht. Die Klage an Gott gerichtet: Sei du an meiner Seite, schaffe du mir Recht. Die Klage an Gott gerichtet in dem Wissen: Gott ist der Einzige, der wirklich helfen kann. Aber mehr noch, die Klage an Gott gerichtet, die Aufforderung an Gott gerichtet, vielleicht auch in Zeiten, in denen sich der Beter von Gott verlassen fühlt. Aber wer kann denn sonst helfen? Ich lasse dich, Gott, nicht los. Ich vertraue auf deine Zusage, auch wenn ich jetzt gerade schwere Zeiten habe. Schaffe du mir Recht, Gott. Ich halte mich an dir fest, immer. Lasst uns beten mit Worten des 43. Psalmes. Schaffe mir Recht, Gott, und führe meine Sache wider das treulose Volk, und errette mich von den falschen und bösen Leuten. Denn du bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung, dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Amen. Ihr seid dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hallo Friedhelm, was ist denn mit dir los? Du guckst ja ganz traurig. Naja, ich bin hingefallen, hab mir das Knie aufgeschlagen. Ja, das kommt vor, dass man sich das Knie aufschlägt. Meine Freunde haben gesagt, dass ich doof bin, dass sie nichts mehr von mir wissen wollen. Und dann ist noch mein Auto kaputt gegangen, mein Lieblingsspielzeugauto. Oh, Friedhelm, komm. Bestimm mal die Tränen ab. Ja, jetzt gut. Ich hab dich lieb. Ja, ich hab dich auch lieb, Friedhelm. Das sind ja lauter Hiobsbotschaften, die du da gehört hast. Jetzt geht's mir schon besser. Was sind denn das? Hippo-Botschaften? Nicht Hippo, Hiob. Hiob ist ein Mann in der Bibel. Hab ich noch nie gehört. Hiob war ein ganz frommer, guter Mann. Er war fleißig, er hat ganz regelmäßig zu Gott gebetet, er hat geteilt, wenn er etwas hatte. Doch dann passiert ein Unglück nach dem anderen. Als erstes werden ihm alle Schafe gestohlen, die er hat. Auweia! Dann werden ihm alle Kühe gestohlen. Dann kommen seine Kinder ums Leben, sein Haus fällt zusammen. Und am Ende wird Hiob krank, seine Haut fängt an zu faulen und er stinkt ganz fürchterlich und niemand will was von ihm wissen.
Auweia. Deswegen sagt man Hiobs Botschaften, immer wenn ein Bote kommt und ihm eine neue schlechte Nachricht bringt. Und was macht Hiob dann? Na, erstmal sitzt Hiob da, ganz traurig, zerreißt seine Kleider und klagt und weint und jammert. Das kann ich verstehen. Ich kann das auch gut verstehen. Und dann kommen seine Freunde, die wenigen, die noch zu ihm halten. Und der Erste kommt und sagt, Hiob, wenn Gott dir sowas antut, dann musst du in deinem Leben was falsch gemacht haben. Und was sagt Hiob? Hiob sagt, nein, ich habe alles richtig gemacht in meinem Leben. Na ja, sagt der Freund, wenn Gott dich so bestraft, dann wirst du was falsch gemacht haben. Denk mal drüber nach, denk mal gründlich drüber nach. Du hast bestimmt irgendwas Böses gemacht. Und Hiob ist ganz böse auf den Freund und sagt, nein, das stimmt nicht. Ich habe nie etwas Böses gemacht. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Ah, das kann ich verstehen. Ich habe auch nichts Böses gemacht, habe trotzdem hingefallen. Genau. Dann kommt der nächste Freund und sagt, Hiob, du redest doch immer noch mit Gott. Vergiss es, Gott ist nicht auf deiner Seite. Gott ist ungerecht, er hat dich vergessen. Sowas traut er sich zu sagen? Ja, sowas traut er sich zu sagen. Und manchmal haben wir ja wirklich das Gefühl, dass Gott uns vergessen hat. Aber Hiob sagt, nein, Gott ist nicht ungerecht. Gott ist gerecht und gut. Und warum ist dir dann sowas passiert, sagt der Freund. Und Hiob sagt, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, ich habe nichts Böses gemacht, das ist keine Strafe. Und ich weiß, Gott ist trotzdem gerecht. Oh, da hat Hiob aber viel durchgemacht. Und wie ist es weitergegangen? Na, seine Freunde haben noch weiter mit ihm diskutiert. Und Hiob sagt immer, nein, ich weiß, dass Gott gerecht ist und ich weiß, dass Gott mir zur Seite steht, egal was passiert. Und dann? Und dann hat Gott gesehen, dass Hiob wirklich auf ihn vertraut. Und Hiob hat immer wieder von Gott eingefordert, Gott, du musst mir zur Seite stehen, du musst dich mir zeigen, du hast es mir versprochen. Und Hiob hat überhaupt nicht losgelassen. Und Hiob hat immer wieder erzählt, Gott, du warst doch früher immer bei mir, du hast mir so viel Gutes getan. Du lässt mich doch jetzt nicht alleine. Und dann? Dann ist es Hiob wieder gut gegangen. Er wurde wieder gesund, er wurde wieder wohlhabend, er hat wieder Freunde gefunden und er wusste, Gott hat mich wirklich nicht allein gelassen. Das ist ja eine aufregende Geschichte. Der arme Hiob. Ja, der arme Hiob. Und nicht nur er. Immer wieder passiert es, dass Menschen ganz traurig sind. Und weißt du, was dem Hiob geholfen hat? Naja, er hat sich erinnert. Genau. Er hat sich erinnert, Gott war doch früher immer da. Gott wird mich auch jetzt nicht loslassen. Gott, zeig dich mir. Und weil er die Erinnerung festgehalten hat, darum war er ganz getröstet. Er wusste, egal was passiert, Gott ist bei mir. Du, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Tschüss. Friedhelm, wo willst du denn so schnell hin? Na, ich will ein Bild malen und will alles aufmalen, was ich bisher Gutes von Gott erfahren habe. Will aufmalen, dass ich zu essen habe, dass die Sonne scheint, dass es regnet, dass da Freunde sind und dass die doofen Leute auch gar nicht so schlimm sind. Das will ich alles aufmalen, damit ich mich erinnere. Das ist eine gute Idee, Friedhelm. Viel Spaß beim Malen und zeigst du mir nachher, was du gemalt hast? Tschüss! Öffne meine Augen,
dass sie sehen die Wunder an deinem Gesetz. Öffne meine Augen, dass sie sehen die Wunder an deinem Gesetz. Die Gott suchen, die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben, denen wird das Herz aufleben, die Gott suchen, die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben, denen wird das Herz aufleben. Öffne meine Augen, dass sie sehen die Wunder an deinem Gesetz. Öffne meine Augen, dass sie sehen die Wunder an deinem Gesetz. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag Judika steht im Hiob-Buch im 19. Kapitel. Sie können ihn ja in Ruhe nachlesen, wenn Sie möchten. Mich interessiert heute der zentrale Satz unseres Textes. Hiob klagt zu Gott. Er klagt über seine Freunde, die genauso wie Gott ihn verlassen und er einsam ist und an den Pranger gestellt, weil alle denken, er wird Böses gemacht haben. Hiob klagt, er ist tief verzweifelt und dann sagt er, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er sich aus dem Staub erheben. Mit diesem Satz ändert sich alles. Mit diesem Satz wächst auf einmal in Hiob wieder neue Zuversicht. Aber ich weiß. Im Hebräischen wird das Ich sehr stark betont. Ich aber, ich weiß. Gegen alles, was vor Augen ist, gegen das Unglück in der Welt, gegen die zweifelnden Worte der Freunde, auch gegen den eigenen Zweifel, setzt er etwas dagegen. Das Wörtchen ich. Ich vertraue aber trotzdem darauf. Ich habe aber trotzdem die Erfahrung. Er vertraut auf seine Erfahrungen mehr als auf das, was vor Augen ist. So einen Glauben hätte ich auch gerne. Ein Glauben, der stärker ist als das, was scheinbar so offensichtlich, so objektiv ist. Ein Glauben, der an die Liebe glaubt, auch wenn unsere Nachrichten immer wieder voller Hassbotschaften sind. Ein Glauben, der an das Scheinen der Sonne glaubt, auch wenn es gerade Nacht ist. Einen Glauben, der auf Gottes Nähe vertraut, auch in Zeiten, in denen die Zweifel viel größer sind. Ich aber, was für ein mutiger Satz, den Hiob da sagt. Ich aber weiß, das hebräische Wort ja da wird auch erkennen übersetzt. Und es hat eine ganz tiefgründige Bedeutung. Am Anfang der Bibel steht, und Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Erkennen ist nicht nur etwas, ein Geistesblitz. Erkennen ist, einem Menschen ganz nahe kommen, sich so vertraut zu sein, körperlich und gefühlsmäßig und verstandesmäßig. Ich habe ganz tief in mir drin die Erfahrung gemacht, dass Gott mich nicht allein lässt. Das sagt Hiob.
Es ist keine rationale Erkenntnis, die ein Wissenschaftler am Schreibtisch hat oder im Labor, sondern es ist eine tiefe Überzeugung, die aus dem bisherigen Leben kommt, aus der bisherigen Erfahrung, aus ganz großer Nähe zu Gott, Gottes Nähe im Gebet immer wieder aufs Neue zu erleben. Ich aber weiß, dass mein Erlöser lebt. So schreit es Hiob der Welt trotzig entgegen. Der Erlöser, das kann jemand sein, der mich aus der Sklaverei befreit. Das kann jemand sein, der mir das Geld gibt, das ich brauche, damit ich mein Haus nicht verliere. Das kann jemand sein, der einen Graben zu den Menschen überwindet, der sich an meine Seite stellt. Der Löser, der Erlöser, das kann ein Mensch sein, der an unserer Seite ist. Das kann der Mensch sein, der unser Leben verändert. Das kann auch Gott sein. Wenn der, der uns erlöst, lebt, dann heißt das, der, der die Macht hat, uns zu retten, der hat ein lebendiges, ein warmes Herz und wendet sich uns zu. Ich habe erfahren, dass mein Erlöser lebendig ist, dass er ein warmes Herz hat, dass er an meiner Seite sein wird. Darauf vertraut Hiob, trotz allem. Und er weiß, wenn Gott nahe ist, dann heißt das nicht, im Moment muss ich glücklich sein, im Moment ist alles gut, sondern es wird alles gut, auch wenn es jetzt eine schwere Zeit ist. Hiob lebt es uns vor. In diesen Wochen der Passionszeit denken wir daran, dass Jesus Leiden ertragen hat, dass er durch das Leiden hindurchgegangen ist. Durch ihn wissen wir wirklich, Gott lässt uns nicht allein in Zeiten des Leidens. Er geht mit uns. Er geht mit uns die dunklen, die schweren Wege und er führt uns zum Leben. Amen. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, mich in das Meer der Liebe zu versenken, die dich bewog von aller Schuld des Bösen uns zu erlösen. Vereint mit Gott ein Mensch gleich uns auf Erden, und bis zum Tod am Kreuz gehorsam werden, an unserer Stadt gemartert und zerschlagen, die Sünde tragen. Welch wundervoll, hoch heiliges Geschäft, sehn ich ihm nach, so zagen meine Kräfte. Mein Herz erbebt, ich seh und ich empfinde den Fluch der Sünde. Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen. Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen. Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken am Kreuz erblicken. Seh ich dein Kreuz, den Klugen dieser Erde, doch mir trotz allen frechen Spottes
die Weisheit Gottes. Es schlägt den Stolz und mein Verdienst nieder, es stürzt mich tief und es erhebt mich wieder, lehrt mich mein Glück, macht mich aus Gottes Feinde zu Gottes Freunde. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du bist bei uns immer. Hilf uns, dass wir auf deine Nähe vertrauen. Hilf uns, dass wir auf deine Liebe bauen, dass wir uns nicht von dir abwenden. Wir bitten dich, Gott, für alle, deren Herz voller Zweifel ist, dass du sie ermutigst, dass du sie tröstest und leitest. Wir bitten dich für alle, die traurig sind, für alle, die Angst vor der Zukunft haben, für alle, die einsam sind. Sei du an ihrer Seite und hilf uns, dass wir einander beistehen. Wir bitten dich für alle, die Hunger haben, für alle, denen das Nötigste zum Leben fehlt, das Dach über dem Kopf, das Trinkwasser. Lehre du uns, die Gaben deiner Schöpfung gerecht miteinander zu teilen. Alle unsere Bitten nehmen wir hinein in das Gebet Jesu Christi. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Er schenke dir Frieden. Amen. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder weinen wird gesegnet sein.